Jeder nutzt sie, keiner will sie und es gibt einen riesen Streit um Studien. Und deshalb möchte ich heute einfach mal kurz und prägnant ein paar Dinge über Studien sagen, die einfach sich in eure Bewusstheit einbrennen sollten. Studien sind unsere einzige Wissensquelle, die wir hier haben. Wissensquelle. Das heißt, das, was die Wissenschaft ist, ist der Konsens dessen, dass wir derzeit hier auf der Erde zur Verfügung haben. Das ist ganz wichtig zu realisieren. Es gibt nur das Wissen, das anerkannte Wissen in Form der Erkenntnisse, die aus Studien gekommen sind. Alles andere sind Ideen, sind Theorien. Das gibt es wunderbar, gerade in der Alternativmedizin gibt es da sehr viel, woran man auch probieren kann und was Grundlage ist für neues Wissen. Aber Wissen existiert nur aus Studien. Das heißt, wenn wir über Wissen reden, können wir nur über Studien reden. Ganz wichtig. Weiterhin. Studien widersprechen sich in den meisten Fällen nicht. Da sagt ihr, nö, hundertprozentig. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ja, Studien widersprechen sich nicht. Diejenigen, die die Studien benutzen, die widersprechen sich. Es gibt unzählige Beispiele, die ich selber schon erfahren habe, gerade im Bereich vegane Ernährung, Omnivore Ernährung, wo jemand die Studie benutzt, um die Fleischernährung zu propagieren, sagen, ist gesund, und dieselbe Studie wird benutzt von Veganern. Und das ist halt so idiotisch. Ne? Studien widersprechen sich nicht und deshalb animiere ich euch, lest auch mal die Studien, lest mal das, was die Leute euch verlinken. Und da werdet ihr ganz häufig sagen, hey, was der da rausgesucht hat, das stimmt doch überhaupt nicht. Aber die meisten Menschen nehmen sich einfach keine Zeit, die Studien zu lesen. Das heißt, die Studien widersprechen sich gar nicht. Gerade weil bei den Studien meistens am Ende in den Results dasteht, es muss noch weiter geforscht werden. Es kann keine signifikant sichere Aussage getroffen werden. Das heißt, die Studien sind oft etwas ganz anderes als derjenige, der die Studien benutzt. Ganz wichtig, Studien stehen in einem viel zu schlechten Licht da. Weiterhin. Das, was wir wissen, ist, also das, was wir als Wissen bezeichnen, was in den Studien steht, das entspricht unserem Verstehen, unserem Verstand, unserer Ratio. Das ist ja was anderes als unsere Intuition, als unser energetisches Gefühl. Das sind zwei verschiedene Welten. Das heißt, wir können über Wissen reden und dann reden wir auch mit unserem Verstand. Oder wir spüren die Dinge und entscheiden intuitiv, was wir machen. Da ist meiner Meinung nach das der viel bessere Weg, intuitiv zu entscheiden. Aber nur dann, wenn man sich über seine Intuition bewusst ist und das klar abgrenzen kann von Konditionierung, also von Manipulation. Viele denken, ja, mein Bauchgefühl sagt mir das, das ist aber nur konditioniert. Das ist einfach nur, weil man so häufig etwas gedacht hat oder gesagt bekommen hat, dass man so zu denken hat. Deswegen denkt man so und denkt, es ist Intuition. Ganz wichtig zu wissen, Studien sind Wissen, okay, und wir können mit unserem Verstand darüber reden. Aber es gibt nur eine Welt der Intuition. Eine Welt, die der Wahrheit, glaube ich, mein persönliches Empfinden, etwas näher ist. Weiter. Die Menschen, die Studien benutzen wollen, Recht haben. Das ist eine Krankheit, die sich ja quer durch die Menschheit zieht. Auch ich kann mich oft nicht davon lösen. Ich versuche das, mir ist die Problematik bewusst, aber sehr viele Menschen nicht. Sie denken, es gibt ein Recht. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Und entsprechend werden Studien, ich sagte das schon, benutzt. Und wenn sich keine Studien finden lässt, und das ist gerade im alternativmedizinischen Bereich ein Problem, dann werden Studien generell als abwertend bezeichnet. Dann wird die Mechanik angewendet, die oft Unternehmen anwenden. Zum Beispiel die Tabaklobby oder die Fleischlobby. Da geht es nämlich nur darum, Unsicherheit zu streuen. Da geht es nicht darum, zu sagen, Zigaretten sind gesund oder Fleisch ist gesund, sondern es geht darum, Unsicherheit zu streuen und dass der Mensch dann sagt, oh, es gibt so viele Informationen, die einen sagen, Fleisch ist gesund, die anderen sagen, Fleisch ist ungesund, ach, wer weiß, was denn da stimmt. Und dann bleibt man in seiner Komfortzone. Und genau das machen eben auch die Menschen, die eben euch keine Studien präsentieren können, sondern sie verunsichern euch einfach und geben dann, und das machen sie dann sehr geschickt, indem sie eure Emotionen nutzen, eure Komfortzonen, die ganzen manipulativen Mechanismen des Marketings angewendet auf eine Dienstleistung, auf das, was man sagt. Eventuell verkauft man dann noch irgendwelche Präparate oder so und beeinflussen euch dann. Und deswegen, Menschen, die Studien chronisch abwerten,
würde ich persönlich ein ganz großes Misstrauen dem sozusagen entgegenstehen, weil es ist nun mal das Wissen. Und da kommen wir zu dem nächsten. Studien können auch durchaus alternativ medizinische Zusammenhänge untersuchen. Weil es gibt nicht nur die Studien im Labor, dass man irgendwas zusammenschüttet, was total realitätsfremd ist, sondern es ist auch durchaus möglich, dass man empirische Studien macht, dass man Umfragen macht. Und da sind auch alternativ medizinische Zusammenhänge wunderbar erfassbar. Und das vergessen einige. Alle denken bei, oder viele denken bei Studien, das ist alles irgendwelcher abgehobener Scheiß von irgendwelchen Wissenschaftlern und so weiter. Und das ist absoluter Unsinn. Studien kann jeder betreiben. Studien. Geht mal nicht, denkt mal nicht an dieses Papier, denkt mal Studien, wie man früher Studien betrieben hat. Man schaut sich das an, schaut sich das an. So hat alles angefangen. Und heutzutage gibt es einfach nur ein gewisses Maß, eine Grundlage von wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist eben der Konsens, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Der ist extrem wichtig. Ein logischer Konsens, Signifikanzniveaus und so weiter, dass das alles dem entspricht. Und ja, deswegen auch der Hinweis darauf, dass die Untersuchung der Studien eben nicht nur irgendwas mit Labor zu tun haben muss oder irgendwas ganz Spezifisches, Wissenschaftliches, was realitätsfremd ist, sondern nein, es gibt auch empirische Studien, die auf Umfragen zum Beispiel basieren. Ja. Pro Studien, ne? Video, alles klar. Allerdings, und jetzt kommt natürlich auch der Punkt, der erwähnt werden muss, es gibt zwei Punkte bei Studien, wo ihr echt aufpassen müsst. Erstens, wer hat die Studie finanziert? Es gab mal in irgendeinem Buch, habe ich die Studie auch gelesen, eine Studie über Studien. Da ging es um Milch, um extrahierten Saft und um Süßgetränke. Also alles drei potenziell suboptimale Lebensmittel. Ja, auch Saft ist suboptimal, ne, weil es ein extrahiertes Lebensmittel ist. Für Saftfasten mag das vielleicht irgendwie gut sein, aber ein zum Beispiel ein Smoothies, den immer vorzuziehen oder ein Wasser als einem Saft. Und genauso Milch und eben auch diese, ja, was soll ich, Cola und Fanta. Alles natürlich auf einem anderen Level, ist klar. Und da gab es insgesamt 192 Studien. Ich weiß nicht, ob ich euch die Studie jetzt herausfinden kann, weil ich nicht mehr genau weiß, in welchem Buch das war. Ich glaube, das war in dem Buch Proteinholic. Und da waren 111 Studien, die keinerlei negative Einflüsse von Milch, von Saft und von diesen zuckerhaltigen Süßgetränken, genau das war's, herausgefunden haben. Und alle diese 111 Studien wurden finanziert teilweise oder indirekt von der Industrie, die dahinter steht, hinter diesen drei Sachen. Und von den restlichen, rechnet's euch aus, 88 Studien, 196 minus 111. Sind 85. 85 Studien, davon hatten, die waren unabhängig finanziert und von den 85 Studien waren 39, die auch negative Effekte festgestellt haben. Und da ist schon klar, Finanzierung spielt eine Rolle. So sehr die Wissenschaftler sich das vielleicht nicht wünschen, aber oftmals entscheidet ja nicht der Wissenschaftler, was die Erkenntnis daraus dann ist, sondern derjenige, der das publiziert. Und da ist dann auch wieder eine gewisse Selektion möglich. Und von daher, darauf muss hingewiesen werden bei Studien, schaut auf die Finanzierung, so denn es denn möglich ist. Mittlerweile wird immer mehr auch die Finanzierung mit angegeben bei den Studien, dass man dann genau recherchieren kann. Sehr, sehr wichtig und gerade bei sehr kontroversen Studien unbedingt mal reinschauen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass die Fragestellung, und das Wissen habe ich anhand eines Buches, was ich selber einmal gekauft habe, Studien lesen und verstehen, ich habe eine Rezension gemacht, könnt ihr euch gerne mal reinziehen, dass die Fragestellung eine ganz große Rolle spielt. Man kann zum Beispiel im Vorhinein fragen, ist Milch krebserregend, und dann macht man die Versuchsanordnung. So, man kann natürlich auch Menschen nehmen, die seit 10 Jahren Milch, oder nimmt Menschen, lässt die 10 Jahre Milch trinken, schreibt alles auf, was es so gibt. Und dann schaut man eben, was passiert. Und dann sucht man sich aus der riesigen Datenquelle irgendwas raus, was irgendwie ja, besonders bizarr erscheint oder kurios erscheint, und nimmt das dann als, um Geld damit zu verdienen, weil das ist leider auch in der Wissenschaft und bei Studien oftmals, man hat so ein gewisses Maß an Studien, die man publizieren muss, oftmals, dass da ein gewisser Druck dahinter steht.
Und dann nimmt man das dann raus. Oder man macht das mehrmals und sucht sich dann sozusagen quasi aus, anhand von Datenquellen eine Fragestellung hinaus. Oder man passt Signifikanzniveaus an. Also wie, ab wann gilt etwas? Ab wann findet man seine These bestätigt? Also alles, was rund um diese Fragestellung geht, das kann man geschickt formulieren. Oftmals ist es aber dann so, dass wenn man dann diese Studie liest und wenn man die zugrunde liegende Datenmenge zum Beispiel dann auch hat, ein gutes Beispiel ist die China Study, dass man dann durchaus dann auch ja, dem auf den Grund gehen kann, weil man denn die Datenquelle selber sich aneignen kann, beziehungsweise anhand der Formulierung, wenn man so etwas gewieft ist in Bezug oder ja, trainiert ist im Lesen von Studien, und dann fallen einem plötzlich sehr hohe Signifikanzniveaus auf oder sehr niedrige entsprechend, oder die Fragestellung, die gestellt wurde, man entwickelt dann auch so ein Gefühl dafür. Das sind so zwei Sachen, worauf ich hinweisen möchte. Finanzierung und Fragestellung, die zwei Fs. Das ist kritisch zu betrachten. Und genau, das war heute mein Anliegen. Einfach was Studien angeht, mal kurz und knackig, ich weiß gar nicht, ob es so kurz war, aber knackig war es auf jeden Fall. Ja, euch einfach mal mein Wissen oder meine Einstellung dazu euch zu präsentieren. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet, und ja, wir sehen uns dann unten in den Kommentaren, würde ich sagen. Alles klar, tschüss.